Und Memnon rief: Elender, der du so mitleidlos die Trojaner erschlugest. Jetzt steht dir ein Göttersohn entgegen, dem du nicht gewachsen bist. Denn Eos, meine Mutter, die Olympierin, ist mehr denn deine Mutter Thetis, die sich allein unter den Scheusalen des Meeres gefällt. Aber Achill lächelte nur und sprach: Der Erfolg wird dich lehren, welcher von uns beiden von edleren Eltern abstammt. Ich fordere von dir jetzt Rache für den jungen Helden Antilochos, wie ich einst an Hektor Rache genommen habe für meinen Freund Patroklos. Sodann ließ er sein langes Schwert aus der Scheide blitzen, und dasselbe tat Memnon. So stürzten sie aufeinander los. Zeus liebte sie beide und machte sie selbst in diesem Augenblicke größer, stärker und unermüdlicher als Menschen sind, so dass das ganze Schlachtfeld den Zusammenstoß der Halbgötter beobachten konnte. Vergebens suchten sie einander, bald über dem Schienbein, bald unter dem Panzer zu verwunden. Ihre Rüstungen klirrten. Das Kampfgeschrei der Äthiopier, Trojaner und Argiver stieg empor zum Himmel, der Staub wirbelte unter ihren Füßen auf. Aber die Olympier, die von der Höhe herab zuschauten, hatten ihre Freude an dem unentschiedenen Kampfe. Yeah.